Vorschriften aus der kleinen Woche. Viel Spaß. Naturwissenschaftliche und technische Erziehung wird in der Freundschaft ganz groß geschrieben. Ich grüße ganz herzlich die Schüler, nein, ihr seid noch keine Schüler, die Vorschüler und die Erzieherinnen der Kindertagesstelle Freundschaft. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Dr. Hermann Schulze-Delitzsch, dargestellt von Dr. Enrico Hofmuth, dem Kurator des Genossenschaftsmuseums im Schulze-Delitzsch-Haus Kreuzgasse 10. Herzlich willkommen auf der wunderschönen Biedermeier-Gruppe. Sehr schön seht ihr aus. Und es folgt eine weitere Biedermeier-Gruppe vom Soziokulturellen Zentrum Delitzsch mittendrin. Mit viel Freude und Spaß sind Sie jedes Jahr Teilnehmer unseres gesamten Festes. Und dafür gilt euch, liebe Frau, mal ein herzliches Dankeschön. Auch für die wunderschönen Kostüme, die immer wieder zu Kontakte entwickeln. Außerdem wird vom Soziokulturellen Zentrum auch das Schwedencamp auf dem mittelalterlichen Markt dargeboten. Ich grüße auf die Antje. Hallo! Und wir begrüßen ganz herzlich die Feuerwehr Delitzsch. Sind Sie ehrenamtlich zum Schutz der Bürger und der Stadt Delitzsch einsatzbereit? Wir grüßen euch und danken euch ganz herzlich, die Kameraden der Feuerwehr. Die Zeit, die sich vorbildet, die alte Möchtechnik von 1890. Die Kameraden präsentieren zwei Handschuhspitzen und einen Leiterwagen. Und Jürgen wie immer natürlich an der Spitze. Mal sehen, wie er heute hier ist. Und wenn ich die Kameraden auf unserer heutigen Feuerwehr beobachte, ist es doch ein ganz schöner Unterschied. Was wieder? So eine Technik wollt ihr nicht mehr haben. Wir danken den Kameraden der Feuerwehr aus Schenkenberg und Böntgen. Ja, man sollte sich mit der heutigen Feuerwehr nicht anlegen. Wir begrüßen ganz herzlich den Schenkenberger Blasmusikverein unter der Leitung von Bernd Röhrig. Seit Bestehen des Leder- und Braunfestes sind Sie immer wieder mit von der Partie und da möchte ich mich ganz herzlich bei den Musikern bedanken. Gefolgt werden Sie von Mitgliedern der Schulze-Delitzsch Männer und Schulze-Delitzsch Frauenchores. Unser Frauenchor führen vor allem immer wieder mit den Türmen und Stadtporten unserer Delitzsch mit. So, Abmarsch mit der Feuerwehr aus Schenkenberg und Röthgen.